Die Sonnencreme ist auch wichtig, aber diesen Sommer nicht. Ach, der ist eigentlich zum Käsehobeln. Das ist auch wichtig. Zitronengeschmack, Müllsäcke. So, wir gehen heute mal in den Hafen und gucken mal, was der Kollege da so hat. Das Wetter ist heute eher scheiße. Natürlich wieder bewölkt im Norden, das Typische. Peter ist auch am Schrauben. Jetzt gehen wir mal zu dem Kollegen, der hat nämlich auch einen Honda Hornwave. Ein 4 Meter mit einem 30 PS Honda Motor hinten dran. Hatte ich schon mal in einem Video mal gezeigt. Verlinke ich euch mal oben, ist bei dem Schlauchboot-Video mit bei. Da seht ihr mal den Unterschied zwischen Parsun und einem Honda Motor. Und jetzt wollen wir mal bei Sugar Gary an Bord gucken. Der hat nämlich so ganz wilde Gadgets. Der hat aus seinem Schlauchboot quasi einen Cruiser gebaut. Mit allem Facetten und Schnickschnack, den man so haben kann. Das ist das gute Stück. Der Gary hat sich nämlich in seiner Kiste, die man aufklappen kann, seinen Doppelsitz, hat er sich einen Kühlschrank eingebaut. Ist das geil? Leider nichts drin. Leider nicht mehr so viel drin. Ja gut, die Saison ist ja auch schon fast vorbei, aber das ist natürlich richtig geil. Aber jetzt werden bestimmt einige fragen, wie das funktioniert. Die 30 PS Motoren haben jetzt keinen richtigen Generator, so wie man das kennt bei so kleinen Motoren, aber die können 10 Ampere laden. Ja, wenn die hier in der Box liegt, dann liegt ein Ladegerät dran, sodass die Kühlbox läuft und wenn man hier ankommt, haben die Cola und das Bier 3 Grad. Ja, und während der Fahrt, wenn der Motor 2. Reihe 4, 5000 Umdrehungen dreht, dann schaffen diese 10 Ampere Ladestrom, diese Kühlbox auszugleichen und somit kann man dann in der Bucht 1-2 Stunden liegen und dann startet der Motor auch noch. Ja, zu der Kühlbox kann man noch sagen, das ist nicht so ein 0815 29 Euro Baumarkt-Kühlbox. Die meisten Leute glauben immer, ja, ich kaufe mir so eine Kühlbox für 50 Euro oder für 30 Euro und dann werden die Getränke total kalt, das funktioniert nicht. Die meisten Kühlboxen, die es gibt, sind so Thermokühlboxen, die haben so einen Kühlkörper, der einfach so ein bisschen kühler wird als die Außentemperatur und dann habt ihr, wenn ihr Glück habt, so 5 Grad weniger als draußen. Wenn ihr aber draußen 30 Grad habt und die Getränke 25, dann ist das nicht so ein Mehrwert. Und die richtigen Kühlboxen von Dometic oder früher hießen die Weco, die richtig einen Kompressor haben, auf sowas müsst ihr achten, die kosten dann halt auch mehr. Was kostet so eine Box bummelig? 300 Euro? Ja, die kostet jetzt ungefähr 300 Euro. Die hat halt, wie gesagt, einen Kompressor und die macht richtig kalt. Und jetzt ist die auf 3 Grad gestellt, aber die kann man bis minus 10 oder sogar bis minus 15 oder so kann man die stellen. Also wenn ihr eure Tiefkühlpizza am Schlauchboot mitnehmen wollt, geht das damit auch. Hey, oder wenn ihr Eis für Leute am Strand mitnehmen wollt, dann geht das mit dieser Kühlbox auch. Wenn ihr die jetzt auch nicht nur auf dem Boot benutzen wollt, die ist extra schmal, die passt auch quasi zwischen die beiden Vordersitze eures Autos. Ich verlinke euch das Ding auch mal, ich glaube bei Amazon gibt es dazu auch einen Link, ansonsten packe ich den mal von Dometic rein. Da wissen auch viele nicht Bescheid. Dometic, also Weco, die diese Kühlboxen bauen in allen Variationen, die auch die ganzen Kühlschränke für Boote bauen. Also der Hersteller dieser Kühlboxen hat einen Werksverkauf. Gebe ich euch mal den Link dazu. Da gibt es die Kühlboxen meistens so als B-Ware viel, viel, viel billiger. Ja, da hat sich da so ein C-Tech-Ladegerät einfach zwischengeschmissen. Das typische Teil, was ich immer jedem nur empfehlen kann, wer ja so ein kleines Ladegerät für unterwegs braucht. Völlig intelligent, macht alles alleine. Ja, und dann hat er hier so eine Kabeltrommel und dann hat er immer Strom. Aber die Box ist auch ganz geil, die er sich hier gebaut hat. Denn man kann das hier so. Ey, das klingt ein bisschen so wie bei Mutti zu Hause früher, diesen Bettkasten. Warte, ich mach nochmal wieder auf. Wenn du hier so Bettwäsche rausnimmst, genau so hat das immer geklungen. Warte. Ja, genau so. Aber es ist ganz geil, auch wenn das hier schon ein bisschen abgerockt ist. Gut, das Schlauchboot ist ja schon ein paar Jahre alt. Oh, jetzt bin ich fast ins Wasser gefallen. Das ist auch nochmal geil für alle, die jetzt ein Schlauchboot fahren und mal draußen im Dunkeln unterwegs sein wollen. So eine Dreifarblaterne, die ist mit LED. Diese Railblaze, heißen die irgendwie Railblazer oder so, diese Teile, die auch immer so an Winschen von so Seglern sind, da kann man das reinstecken. Diese Halterung hat er hinten am Spiegel und hier oben eine steckbare Lampe quasi drauf und dieses ganze Teil kann man ausziehen. Und dann könnt ihr das Teil hinten ins Schlauchboot stecken und habt Licht während der Fahrt. Ja genau, so sieht das dann aus, wenn die an ist. Das sieht man auf dem Video jetzt nicht gar nicht so ganz. Hinten weiß, vorne rot-grün. Schön mit LED, auf dem Video kommt das gar nicht ganz so. Und was kannst du noch? Ach ja, du kannst hinten ausschalten. Genau, SOS kann das Ding auch noch absenden, also leuchten. Cool auf jeden Fall. Ja, das Ding ist richtig geil. Wie gesagt, ein Akku drin, lässt sich mit Solar laden. Oder auch nur mit Solar laden, ne? Kann gar nicht irgendwo angesteckt werden, oder? Es geht nur mit Solar. Ah, Fernbedienung. Fernbedienung kann man diese einschalten. Genau, das ist die Halterung, die ihr dann in euren neuen Spiegel schrauben würdet. Und dann kommt das Teil da so. Ja. Ja, das ist wie früher die Bauklötze in der zweiten Klasse. Na ja, egal, den kann man jetzt reinstecken und dann klackt das sozusagen, genau, frei. Wenn der dann richtig drin ist, ja, das geht jetzt nicht. Und dann ist die fest.
Geiles Teil eigentlich. Kostet? Ein Huni. Ja, gut. Also mit Halterung und allem drum dran 130. Also 130 Euro mit Halterung und allem drum dran. Aber ihr habt was Geiles und ist wasserdicht und lässt sich während der Fahrt bei Sonne aufladen. Ah. Was hast du noch Schönes? Oh, das ist auch geil. Wir haben nämlich so einen Handschuh, den man eigentlich, wofür ist das eigentlich? Das ist zum, wenn man sich, ja genau, wenn man jetzt so in der Küche nicht so Plan hat, so wie ich, und scharfe Messer aber zu Hause hat, mit dem man dann doch irgendwie mal was schneiden soll, dann gibt es so eine, ja, wie, hier, ich zeige euch das mal. Ja, Ketten, das ist so, das ist nicht Kette, das ist ein bisschen anders. Ja, so gewebte Metall, gesponnenes Metallgarn oder so. Man kann sich hier nicht reinschneiden. Und jetzt müsste man natürlich noch wissen, warum du sowas an Bord hast. Weil das hier Metall ist, kommt hier nichts durch. Also nichts schneidet hier durch. Und wer Poggen am Boot hat, und das hat das Schlauchboot hier auch ab und zu mal ein bisschen, obwohl es viel gefahren wird, kann man mit diesem geilen Handschuh die Poggen richtig easy abmachen. Und man schneidet sich dabei nicht in die Finger. Und man macht auch nicht den Rumpf kaputt. Das ist geiler, als wenn ihr da jetzt irgendwie mit so einem Metallspachtel oder mit so einem Holzstück über ein Schlauchboot geht. Da ist dieser Handschuh richtig geil. Den verlinke ich auch mal bei Amazon. Da müsstest du den doch eigentlich geben, oder? Oder ja. Hast du den von da? Ja, hast du von da. Wie heißt der? Ockerwaddach. Ach, der ist eigentlich zum Käsehobeln. Hier, ist es. Also eigentlich ist er nicht fürs Boot. Ansonsten, eigentlich ein ganz geiles Schlauchboot. Wie gesagt, mit dem 30 PS und den 4 Meter ist das klein und schnell. Und er hat hier auch noch einen Powertrim dran. Also er übertreibt wieder maßlos. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch auch mal wieder gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das bringt natürlich den YouTube-Algorithmus mal nach oben und andere Leute finden diese interessanten Videos auch. Natürlich könnt ihr auch die Glocke drücken und abonnieren klicken, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Das ist immer ganz wichtig, wissen die meisten nicht. Ja, wie geht's weiter hier bei Beiboot TV? Also der Winter ist natürlich, steht vor der Tür und die Boote müssen raus, ganz klar. Und ein ganz großes Thema, das mir wichtig ist, ist das Einwintern eures Motorboots. Das heißt, wir machen ein Video Schritt für Schritt, es wird ein bisschen technischer ausfallen, aber Schritt für Schritt, wie ihr euren Motor perfekt einwintert, sodass ihr im Frühjahr keinen Frostschaden habt. Was mich mal interessieren würde, fahrt ihr bei so einem Wetter noch Boot oder wie lange bleibt euer Boot eigentlich im Wasser? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich war, glaube ich, 2018, da hatte ich noch eine 20 Fuß Sea Ray. Da war ich, glaube ich, noch bis 18. November im Wasser. Ja, ich würde mal interessieren, wie lange macht ihr das? Wie lange bleibt ihr drin oder seid ihr vielleicht schon draußen? Ja, bis dahin alles Gute, viele Grüße hier von der Ostsee und auf die nächsten Videos freue ich mich und ich freue mich natürlich auf euch, eure Kommentare. Bis bald. Tschüss.